Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das war 2019. Ja, heute gibt es meinen Jahresrückblick über das Jahr 2019. Eventuell auch schon mit einigen Ankündigungen für nächstes Jahr. Mal sehen, vielleicht. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit diesem Jahr an. Macht meiner Meinung nach irgendwie mehr Sinn. Am 1. Januar 2019 kam mein Kanal-Trailer, in dem ich so ein bisschen über den Upload-Plan gesprochen habe. Und dann kamen auch schon die ganz normalen Videos. Kartentricks hatten wir, hatten viele Reviews, wir hatten auch Zaubertricks und dann mein eigenes Format Gaffkarten, Nimmicks und Co. Falls es einen fünften Samstag im Monat gab, gab es auch immer noch Rankings und natürlich auch Specials. Beispielsweise das Oster-Special, was ja ein Magic X Music Video wurde. Das Format, das ich selbst erfunden habe. Mittlerweile sehe ich sogar bei Shinlim eine ähnliche Version und zwar nennt sich das dann Music X Magic, aber da kann ich guten Gewissens sagen, dass ich das nicht von ihm kopiert habe, weil es eben schon zu Ostern rauskam und seine erste Folge davon zeitlich gesehen viel später. Wahrscheinlich sind wir beide eben auf dieselbe Idee gekommen. Und dann kam auch schon eins meiner absoluten Lieblingsvideos dieses Jahres, und zwar mein allererstes Cardistry-Video Mountaineers, was ich in Südtirol gedreht habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu drehen und auch mit der Musik. Und es war wirklich eins meiner Lieblingsprojekte in diesem Jahr und daher hat es mich sehr gefreut, dass es ganz gut bei euch angekommen ist. Dann wurde es Herbst, wenn wir uns mal das Wachstum von meinem Kanal angucken, wurde es langsam immer mehr. Vorher hatten wir so 20, 30, vielleicht auch 40 Abonnenten im Sommer, aber im September und Oktober wurde es dann, ich weiß gar nicht wieso, auf einmal mehr, sodass wir dann eben im Herbst die 50 Abonnenten erreicht haben. Dazu kam dann mein 50 Abonnenten-Special, das verlinke ich euch hier oben nochmal in der Infokarte, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das erste Full Pingo. Im Oktober, November und Dezember kamen nicht ganz so viele Videos, weil ich privat ziemlich viel hatte, sodass ich weniger Zeit für die Videos hatte. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Das wird jetzt im nächsten Jahr wahrscheinlich auch immer mehr. Trotzdem versuche ich natürlich für euch die Videos weiterhin zu produzieren. Ja, wir wurden immer mehr. Es waren irgendwann 70, 80, 90 Abonnenten. Und dann haben wir eben die 100 Abonnenten erreicht, was mich auch sehr, sehr, sehr gefreut hat. Und ich hatte nie damit gerechnet, dass wir das eben im ersten Jahr schon schaffen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Als Dank dafür kam das zweite Full Pingo, was jetzt in der Infokarte eingeblendet wird, vor einigen Tagen als 100 Abonnenten-Special bzw. als zweites Weihnachts-Special. Denn das richtige Weihnachtsspecial war ja mein Projekt Odyssey in diesem Jahr, was auch sehr gut bei euch angekommen ist, was mich auch sehr gefreut hat, weil dieses Projekt natürlich viel Zeit in Anspruch genommen hat, von der Entwicklung her bis zum Tutorial, bis zum Trailer, von der Idee mit der Musik, dann bis zum ersten Hinweis, den ich dann in ein Video eingebaut habe. Und genau, so entstand das Projekt Odyssey. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, den Trailer solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Und natürlich auch das Tutorial, wenn ihr den Link rauskriegt. Es gab unglaublich viel positives Feedback zu Odyssey, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil es eben mit Mountaineers eins meiner Lieblingsprojekte in diesem Jahr war. Kommen wir zu einigen Statistiken, die ich für euch rausgesucht habe. Zuerst mal zu den Kommentaren, die ich vorhin mit der Hand tatsächlich gezählt habe. Es könnte sein, dass ich mich verzählt habe, ich hoffe nicht. Aber wenn ich richtig gezählt habe, habt ihr mir in diesem Jahr 213 Kommentare geschrieben. Ich habe dann natürlich probiert, immer möglichst viel zu antworten. Das heißt, mit meinen Antworten dürften es so ungefähr 400 Kommentare gewesen sein, schätze ich mal. Und 213 Kommentare, damit hätte ich echt niemals gerechnet, als ich eben mit YouTube angefangen habe. Als zweites kommen wir zu den Daumen nach oben oder Likes oder positive Bewertungen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und zwar habt ihr mir in diesem Jahr insgesamt 408 Daumen nach oben auf meine Videos dagelassen. Und in Relation zu den Gesamtbewertungen, das heißt positive und negative Bewertungen zusammengerechnet, haben wir 94,2% positive Bewertungen gehabt, was mich sehr, sehr freut. Als drittes kommen wir zu den Abonnenten. Und zwar haben wir in diesem Jahr zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, am 29. Dezember genau 120 Abonnenten. Das ist ein Zuwachs von 109 Abonnenten in diesem Jahr. Ja, ich habe letztes Jahr schon ein bisschen YouTube gemacht, allerdings muss ich das dann nach 4 Videos wieder abbrechen, weil es sehr komische Probleme mit unserer Internetleitung gab und ich sehr erfreut bin, dass das wieder funktioniert und ich in diesem Jahr wieder anfangen konnte. Trotzdem habe ich aus diesen 4 Videos gelernt, vor allem was Qualität betrifft, weil qualitativ hochwertig waren die 4 Videos aus dem letzten Jahr echt überhaupt nicht. Die Videos sind eben jetzt auch nicht online, weil ich nochmal neu angefangen habe, aber trotzdem hatte ich letztes Jahr schon 11 Abonnenten und mit den 109 Leuten, die dieses Jahr auf mich gestoßen sind, haben wir jetzt insgesamt 120, was mich sehr, sehr freut. Als viertes kommen wir zu den Aufrufen und zwar haben wir insgesamt über 7000 Aufrufe tatsächlich. Davon kamen 6833 aus diesem Jahr. Und ja, das hätte ich auch echt nicht gedacht. 7000 Aufrufe. Ihr hört es gleich nochmal mit der Wiedergabezeit. Da ich jetzt echt niemals für möglich gehalten, aber trotzdem ist es so und ich kann mich immer nur wieder sehr, sehr freuen. Insgesamt hatten wir von den ganzen Videos 19 mit über 100 Aufrufen.
was mich auch sehr freut. Und tatsächlich auch eines davon mit über 1000 Aufrufen. Und zwar mein Review zu Sucker Punch, das ich euch jetzt in der Infokarte verlinke. Und ich habe es über das ganze Jahr immer nur verfolgt. Es kam ja schon relativ früh, im März oder April meine ich. Dann hat es irgendwann 100 Aufrufe, dann 200, 300, irgendwann 500 Aufrufe. Und dann waren es auf einmal 1000 Aufrufe, was ich auch echt niemals erwartet hätte. Kommen wir zur Wiedergabezeit. Und zwar habt ihr insgesamt in diesem Jahr 12.480 Minuten lang meine Videos angesehen. Das bedeutet 208 volle Stunden oder 8,67 Tage. Das entspricht dann ungefähr 1,24 Wochen. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Da sitzt einer über eine Woche lang und guckt sich Tag und Nacht die ganzen Videos an. Aber natürlich freut mich auch das sehr. Als sechstes kommen wir zu den Impressionen, das heißt, wie oft ein Video weiterempfohlen wurde oder eben vorgeschlagen wurde vom YouTube-Algorithmus. Und das konnte ich echt nicht glauben, als ich diese Zahl vorhin gesehen habe. Und zwar hat YouTube in diesem Jahr ganze 58.528 Mal meine Videos vorgeschlagen und ich kann es mir echt nicht vorstellen. Aber es scheint wohl wirklich zu stimmen, weil es kommt von den Analytics. Ich habe vorhin so ein bisschen geguckt. Also wurden tatsächlich wohl auch so viele Videos vorgeschlagen vom YouTube-Algorithmus, was mich natürlich sehr freut. Auch wenn man bedenkt, dass meine Videos sehr, sehr viel über die YouTube-Suche gefunden werden. Von daher freut mich diese Anzahl der Impressionen ganz besonders. Als siebten Punkt habe ich noch einen ganz witzigen rausgesucht, und zwar das Betriebssystem. Man kann tatsächlich auch als YouTuber einsehen, auf welchem Betriebssystem die Videos angesehen wurden. In meinem Fall ist auf Platz 1 tatsächlich Android, auf Platz 2 iOS und auf Platz 3 Windows. Aber ich habe mal ein bisschen weiter unten geguckt und habe tatsächlich auch rausgefunden, dass meine Videos auf der PlayStation, auf der Nintendo Switch und auf der Wii geguckt wurden, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr meine Videos über die Wii guckt, aber ja, ich konnte es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, auch das scheint irgendwie wohl zu stimmen, weil es eben in den Analytics auch so drin stand. Von daher ist relativ lustig, fand ich. Und deshalb wollte ich das euch unbedingt auch nochmal erzählen. Kommen wir nun zu den Vorsätzen für nächstes Jahr. Zum einen möchte ich nächstes Jahr 150, eventuell sogar 200 Abonnenten erreichen, aber mit 150 wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Trotzdem freue ich mich natürlich über jeden einzelnen Abonnenten und genau daher ist unser erster Punkt, dass eben die Community größer wird. Und der zweite Punkt ist eben, die 10.000 Aufrufe zu knacken. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ja bereits schon 7.000 und ich hoffe mal, dass wir eben die 10.000 dann auch nächstes Jahr im Jahr 2020 erreichen werden. Ansonsten könnt ihr euch nächstes Jahr auf meine Videos genauso freuen wie dieses Jahr. Ich habe schon einige ganz besondere Sachen wieder für 2020 rausgesucht. Da könnt ihr euch sehr, sehr drauf freuen. Das möchte ich aber an dieser Stelle noch nicht verraten. Das kommt dann nach und nach, wie in diesem Jahr, mit den Specials und besonderen Sachen. Ich kann auch zum Uploadplan nochmal sagen, es kommen auf jeden Fall Kartentricks weiter. Auch Reviews werden wahrscheinlich weiterhin kommen, da ist nur immer das Problem, dass ich gucken muss, wo ich die Sachen eben herbekomme. Weil letztendlich muss man ja jedes Produkt, was man reviewt, auch im Modal haben, sonst kann man es ja eben nicht reviewen. Dann werden Zaubertricks wahrscheinlich weniger kommen, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach mehr mit Karten zauber. Trotzdem versuche ich natürlich auch hin und wieder eventuell mal eine kleine Routine mit Münzen oder mit Gummibändern zu präsentieren, aber daraus kann ich einfach kein festes Format mehr machen. Stattdessen, und das möchte ich an dieser Stelle schon ankündigen, wird ein neues Format namens Pingo reagiert kommen. Das heißt, ich werde entweder auf bestimmte Magie- oder Cardistry-Videos aus der Szene reagieren oder eben auf Kanäle von euch und das liegt jetzt an euch. Ihr könnt unter diesem Video einen Kommentar schreiben, dass ihr es möchtet, dass ich auf euren Kanal reagiere und den auch so ein bisschen bewerte, mir mal eure Tricks angucke. Also Grundvoraussetzung ist eben, dass ihr Abonnenten seid und tatsächlich auch Magie-Videos auf eurem Kanal hochladet und dann kann ich mir das sehr gerne mal angucken und eben auf euren Kanal reagieren. Auch das Format Giftkarten-Gimmicks und Co. wird wahrscheinlich wie Zaubertricks seltener. Da hatte ich mir einfach nur bestimmte Ideen rausgesucht. Trotzdem, wenn ihr mir Vorschläge liefert, kann ich natürlich umsetzen. Oder generell auch, falls ihr andere Videoideen habt. Also da werden auch weiterhin Specials kommen. Bestimmt Videoideen auch von mir. Vielleicht mal ein Video zu einer bestimmten Sache in der Zauberei. Und da möchte ich mir eben einfach mal einen Platz freihalten, wo eben alles Mögliche kommen kann, was mit Zauberei zu tun hat. Auch Rankings werden wahrscheinlich weiterhin kommen, Specials natürlich sowieso. Wie gesagt, ihr habt ja schon gehört, es sind neue Ideen im Anlauf und die möchte ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Aber genießt einfach das Jahr 2020. Ich hoffe mal, dass ich euch mit meinen Videos weiterhin auch unterhalten kann. Es wird auch noch eine kleine Sache geben und zwar den sogenannten Color Change des Monats. Das heißt, ich werde für jeden Monat eben einen kleinen Color Change raussuchen, der dann eben der Color Change des Monats ist. Und das soll so eine kleine Anregung sein, mal zu sehen, vielleicht möchtet ihr den ja auch lernen. Und genau, da gibt es ja unendlich viele Color Changes und daher möchte ich einfach mal die Gelegenheit nutzen, eben den Color Change des Monats einzuführen. Ja, das waren meine Videos aus dem Jahr 2019. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier unten und daneben verlinke ich euch den Trailer
zu meinem Produkt Odyssey und meinem 100 Abonnenten Special. Hier oben könnt ihr mich direkt abonnieren und sonst wünsche ich euch einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr 2020 und ich würde sagen, hab bis dahin eine wunderschöne Zeit und ciao.